Karl Ehmer, ein alter, eingewanderter deutscher Metzger, der hier drüben ein paar Läden aufgemacht hat. Hier gibt es einen ganz in der Nähe bei uns und da gehen wir jetzt mal zusammen einkaufen. Okay, viel Spaß. Mich so ein bisschen an den guten alten Tante-Emma-Laden bei uns in Beresburg, bei der Tante Erna oder bei den Hoppelmanns. Hier kriegst du alles und nix und es sieht noch genauso aus und es funktioniert auch so. Bin ich nur gespannt, ob sie auch D-Mark nehmen. So, wir sind zurück. Schön war's. Vom Karl Ehmer Laden und ja, es war schön und wie erwartet, wir haben auch ordentlich zugeschlagen. Ich glaube, wir machen heute mal mein allererstes Food Haul Video. Wenn wir gleich zu Hause sind, gucken wir uns mal alles an und vor allen Dingen auch mal, was das hier so kostet. Insgesamt haben wir jetzt $163 beim Karl Ehmer gelassen. Und gerade mal zwei kleine Plastiktüten. Ja, das ist die Ausbeute da. Okay, jetzt geht's nach Hause. Alle weiteren Einkaufsbesuche sind abgesagt. So, nach einem langen und anstrengenden Einkaufstag, wir haben noch ein paar andere Läden besucht, gibt es dann jetzt das versprochene Unboxing. Wir haben also zwei mittelvolle Tüten mit Goods von Ehmer und ich habe ja auf Instagram kurz gefragt, ob wir ein Unboxing, ein Food Haul haben wollt hier. Das sind die Abstimmungsergebnisse und da einige von euch das sehen wollten, wird es jetzt wahrscheinlich den ersten und einzigen Food Haul auf diesem Kanal geben. So, fangen wir mal an. Dummerweise gibt es keine Belege so mit Einzelpositionen drauf. Oh, hier stehen die Preise drauf. Das ist Lachsschinken. Der nimmt man Lachsschinken, ne? Ja. Lachsschinken aufgeschnitten. Und zwar sind das 0,9 Pfund, also fast ein Pfund. Und wir haben bezahlt 22,49. Nicht zu vergessen, das amerikanische Pfund ist schmaler als das deutsche. Genau, das amerikanische Pfund ist schmaler. Ja, der Preis sind 24,99 pro Pfund. Okay, die Stimme aus dem Office ist übrigens die Peggy. Hätte ich euch gedacht. So, und dann gab es Haribo Lakritzschnecken für $3,75.
Dann haben wir denn hier Kuchenglasur von Dr. Oetker in Dunkel für 4,99 $. Dann mein Lieblingsprodukt, Harzkäse. Und der ist gar nicht mal so teuer. Guck mal, hier kommt die Katze und überprüft es uns auch. Der kostet pro Packung 6,99 €. Fast schon ein Schnäppchen. Und da gibt es noch eine zweite Packung Harzkäse zum gleichen Preis. Und eigentlich noch eine dritte, ne? Mhm. Ja. Und noch eine dritte Packung Harzkäse. So, dann haben wir eine Leberwurst von Karl Ehmer. Die hat, hier steht kein Preis drauf. Nee. Die hat bestimmt aber auch so, ich schätze mal, einen Zehner gekostet. 9,99 € wäre jetzt mein Tipp. Dann gibt's hier, was ist das? Das sind die Würste, das sind die Frankfurter. Ah, das sind Wiener Würstchen, also Frankfurter heißen hier, Franks. Die kosten pro Pfund 11,99 € und die vier Würstchen hier haben wir für 7,73 $ bekommen. Weiter geht's. Da gibt's ein Stück Sülze, so ein Endstück von so einer Sülze halten und die kostet 13,99 € pro Pfund und wir haben bezahlt 7,97 € für das Endstück. Kann man sich ja in Deutschland auch nicht vorstellen, dass man sich Sülze, so ein kleines Endstück für ja. 8 Dollar kauft oder 8 Euro. Okay, und hier haben wir, was hat der Leberkäse? Bestimmt. Es gab Leberkäseaufschnitt. Ich glaube, alles riecht gut für die Katze. Hau ab. 7,55 € für 0,63 Pfund Leberkäseaufschnitt. Dann haben wir hier Landjäger. Das sind 6 Rohesser und wir haben 6 Stück oder 3 Paar und die haben gekostet 28,90 € für 6 Landjäger. Herrlich, aber dafür schmecken die auch wie zu Hause. So, erste Tüte ist leer. Weiter geht's in der zweiten Tüte. Dann haben wir hier einmal politisch total korrekte Schaumküsse. Die für 250 Gramm 5,99 € kosten. Weiter geht's. Was ist das? Black Cats Licorice, also so eine Art nachgemachte Katjes. Die sind aber nicht importiert, die sind irgendwo von hier, die kosten auch nur 3,99 $. Ja, ich dachte, man muss mal den Vergleich haben. Ja, und dann im Winterschlussverkauf, im Weihnachtsschlussverkauf, war das eigentlich runtergesetzt? Das war, hat nur die Hälfte gekostet, okay, von dem, was drauf ist. Es hätte gekostet vor Weihnachten das Marzipanbrot satte 9,99 € und wir haben es dann also für 5 € bekommen. Immer noch ganz schön viel Geld. Ja. Dann gab es Pudding von Dr. Oetker. Vanillepudding. Und European Quality. Jetzt frage ich mich, was ist der? Ah, der kommt aus Kanada. So, der ist einfach nur nach deutschem Rezept gemacht. Der ist auch recht günstig mit 2,99 € für 3 Pakete. 3 große Pakete Vanillepudding. War übrigens ein Wunsch von der Elisabeth. 8 rohe Klöße. Die sind wieder importiert. Thüringer Art. Die kosten 3,25 €. Preis ist auch okay im Vergleich zu dem ganzen anderen Gelumpe hier. Dann gibt es noch, und da freue ich mich ganz besonders drauf, die hatten Kochkäse. Der ist ein Product of Germany. Wie viel ist denn hier drin? 200 Gramm und wir haben bezahlt 5,99 €. Genauso viel wie der Harzkäse. Wir sind ja immer noch nicht fertig. Heringe. Hering Titbits in Wine Sauce. Die sind aber bestimmt auch importiert. Ne, sind nicht importiert. Ne? 5,99 € das Glas hier. Für 227 Gramm. Oder 8 Unzen. Das sind imported by, aber hier steht nicht, wo sie herkommen. Drauf. Vielleicht auch besser so. Ja. Und dann, ja, jetzt haben wir die Jans, was Feines. Die guten Weinbrandbohnen, die sind auch importiert. Aus Delitzsch. Wie spricht man? ZSCH. Delitzsch. Die kommen aus Delitzsch und die kleine Packung hier mit 150 Gramm kostet 4,99 €. Und weil das so günstig war, gibt es dann natürlich 2. So, das war unser Food Haul von Karl Ehmer. Karl Ehmer ist
ein eingewanderter Metzger, den es schon lange nicht mehr gibt, also den guten alten Karl, genauso wie den Herrn Schaller und den Herrn Weber, da gibt es auch so ein paar deutsche Metzgerläden, die mittlerweile so als so eine Art lokale kleine Kette hier fungieren und mehrere Läden haben und halt deutsches Zeug importieren. Und tatsächlich hier so Landjäger und so, die machen die noch nach altem Rezept hier vor Ort. Und naja, der Inhaber von dem Laden hier in New Jersey, wo wir waren, der hat sich noch kurz mit uns unterhalten und der meinte halt, die Originaleinwanderer, also der Emer und auch der Schaller und der Weber, die haben ihre Geschäfte alle an die Kinder übergeben. And they screwed it up. So, das heißt, die ganzen großen deutschen Metzgereien sind auseinandergefallen. Nur der Brand ist geblieben und naja. Die Rezepte und ein paar Leute, die halt noch Harzkäse importieren. Das ist ja das Allerwichtigste. Ne? So. Er hat uns auch erzählt, dass er für seine Wurst und Fleisch und alles, dass es 5 verschiedene Hersteller gibt, von denen er bezieht. Also genau. Schaller und Weber, dann war hier in Queens irgendwie, Emer. Die kommen aus Queens, da kommt das hierher, ne? Diese Landjäger. Ja, dann war eine Firma Leidy und den Rest habe ich vergessen. Ja. Ja, aber ihr habt ja die Impressionen von dem Laden schon gesehen, was es da alles gibt. Und jetzt nochmal, so sehen $160 aus. Da. Ganz schön viel Geld für ganz schön viel leckeres Zeug, muss man auch dazu sagen. So, das war er, der erste Food Haul auf meinem Kanal. Ich drehe euch mal um, wie der Frank immer sagt. Da sitzt übrigens noch die Peggy. Die Stimme habt ihr ja schon die ganze Zeit gehört. Das war's, bis zum nächsten Video und guten Appetit für mich und dich.